Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plants vs. Zombies Garden Warfare. Dies ist jetzt während meiner Arbeitszeit. Ich habe jetzt einen Tag gefunden, wo ich mal ein paar Minütchen mal was aufnehmen möchte. Und zwar habe ich in der letzten Zeit so ein paar Runden gespielt. War nichts Dolles, weil ich war nicht sehr gut und so und hat auch nicht so viel Spaß gemacht. Und war auch nicht so in der Stimmung, das dann halt hochzuladen. Und in der Zeit habe ich 273.000 Münzen oder fast 274.000 Münzen zusammenbekommen. Und das heißt natürlich, wir müssen unbedingt ein neues Pack-Opening machen, was ich jetzt natürlich sofort vorziehen möchte. Gleichzeitig gab es, weil wir haben jetzt genau Mittwoch, den 13.8., an dem ich aufnehme. Heute begann die Gamescom und hat ganz viele tolle Sachen über neue EA-Titel oder andere. Also ich habe bislang nur die Konferenz von EA gesehen, weil ich auf Battlefront fixiert war. Battlefield Hardline war jetzt. Ich bin noch sehr skeptisch, ob ich es mir hole. Das wird sich ja später zeigen. Aber auf jeden Fall kam ein Tag vor dem Beginn der Gamescom, also gestern, quasi zur Zeit des Videos, ein neues DLC für Plants vs. Zombies Garden Warfare raus. Und zwar, ich weiß jetzt selber den Namen nicht sicher. Okay, so heißt es nicht. Auf jeden Fall gibt es die neu. Diese unglaublichen Glitzerpacks, davon werden wir uns eins mal holen, denke ich. Und den Rest wollte ich in die Zombos Down Packs investieren. Wir haben auch noch ganz viele andere. Und bei dem D neuen DLC, warte, ich habe jetzt den Namen. Suburbination oder so heißt es. Und da gab es die Plasma-Erbsenkanone. Also wir haben auch eine neue Erbse, die wir auf jeden Fall danach auch spielen werden. Ob ich die Folge jetzt als 16. verbuche oder davor noch ein bisschen Gameplay, weil so von Pack-Opening aufs nächste Pack-Opening ist nicht jedermanns Geschmack. Manche wollen ja auch Gameplay sehen, aber ich denke, ich werde das direkt dahinter machen und danach erstmal wieder eine Gameplay raus. Und zwar, ich weiß jetzt selber den Namen nicht sicher. Okay, so heißt es nicht. Auf jeden Fall gibt es die neu. Diese unglaublichen Glitzerpacks, davon werden wir uns eins mal holen, denke ich. Und den Rest wollte ich in die Zombos Down Packs investieren. Wir haben auch noch ganz viele andere. Und bei dem D neuen DLC, warte, ich habe jetzt den Namen. Suburbination oder so heißt es. Und da gab es die Plasma-Erbsenkanone. Also wir haben auch eine neue Erbse, die wir auf jeden Fall danach auch spielen werden. Ob ich die Folge jetzt als 16. verbuche oder davor noch ein bisschen Gameplay, weil so aufs nächste Pack-Opening ist nicht jedermanns Geschmack. Manche wollen ja auch Gameplay sehen, aber ich denke, ich werde das direkt dahinter machen und danach erstmal wieder eine Gameplay-Bombe rausholen. Manche haben sich vielleicht schon gewundert, warum in den letzten Wochen nichts kommt. Halt, ich arbeite von sehr früh morgens, also von 7 Uhr bis 3 und das, was ich arbeite, das ist so anstrengend. Danach will man einfach nur noch auf dem Bett liegen und sich ausruhen und hoffen, dass der nächste Tag einfacher wird. Und so geht das dann weiter. Und ja, also auf jeden Fall ganz viele Zombos Down Packs, weil ich gerne die neueren Charaktere erstmal haben will. So eine Tarnkakteen wäre natürlich auch schön. Vielleicht gibt es die da drin auch. Werden wir dann sehen. Aber mal so ein Zombos Down Special. Und ein Glitzerpack halt. Das ziehen wir dann auch als erstes gleich. Aber erstmal, das Pack gab es zusätzlich geschenkt zu Wartungsarbeiten oder so. Dann hier diese Level Packs, die man durch Sternenherausforderungen kriegt. Ja, und die DLC-Erbsenkanone. Aber erstmal das Super Duper Pack. Oh, dreimal die Bambuswumme. Nicht schlecht, den Duplinator dreimal. Lammkoteletts. Hoffentlich auch mit Lammgeschmack. Weiß ich noch nicht, ob ich es ihm aufsetze. Geht so. Blitze. Auch nicht schlecht. Finde ich sogar besser als diese Ganzkörpertarnungstattoos und den Amisch. Amisch, Amisch. Und Zackenbart. Auch nicht schlecht. Und dann gucken wir mal, was wir für einen Ingenieur, Level 7,
kriegen. Okay, das könnte der Schweißer oder so sein. Der hat so einen Flammenwerfer in der Art. Oder Flammenkugelwerfer. Er wirft mehr Geschosse. Hat er dann Homer? Irgendwas hat er da drauf. Und hier das Gesicht. Auf jeden Fall nicht schlecht. Drei Zeitungszombies, beziehungsweise Onkel Reinhardt. Und einmal um die Welt. Viel Spaß. Jetzt gibt's noch das Level 6 Erbsenkanonenpack. Das grüne Bandana. Die Pinienzapfen finde ich sehr gut und ich finde den coolen Typhut sogar noch am besten. Erinnert so ein bisschen vielleicht an diese Trachten so aus Bayern oder vom Schützenverein diese Hüte. Jetzt kriegen wir vielleicht, ich glaube mit großer Sicherheit, die coole. Das ist sogar von Lefraden Estera. Ich tippe mal darauf, das ist einer von der Community, der die quasi die Idee erbracht hat und lassen uns mal überraschen. Also ich habe gesehen, die ist so mit Aufladeschüssen. Das wird also wieder fraglich bei mir, ob ich gut treffe. Designtechnisch erinnert sie mich leicht an die Schattenblume. Auf jeden Fall testdürftig. Ich habe gerade überlegt, also wir kaufen einen Starphone auf jeden Fall. Dann eins davon und dann haben wir noch genau 200.000 für die Teile. Also 10 Stück davon. Dann haben wir ordentlich uns was geholt. Dann erstmal das Ungerade entfernen. So. Den Reifenkopf-Diamant. Ja, muss nicht sein. Goldene Blitze, das geht schon eher. Goldene Prinzenkappe. Nicht schlecht. Silberne Zukunftshände. Wenn es eine Zukunftssonnenblume geben würde, das wäre cool. Und der silberne Topfkappe. Ah, auch nicht schlecht. Gut. Dann gucken wir mal, welchen Charakter wir komplett jetzt freischalten. Ich hoffe ja, endlich einen, den ich... entweder ein Fußsoldat. Ein Schnapper wäre auch mal drin, ne? Wir haben ja noch keinen Schnapper. All-Star jetzt nicht so. Ingenieur ist auch okay. Wissenschaftler ist auch gut. Mal gucken. Kakteen wäre super. Ah, geil. Da freue ich mich. Die hätte ich mir jetzt auch bei dem Zompers Downpack, weil die ja zu dem DLC gehört. Die Banditen-Kakteen, die hat ja so ein MG. Richtig genial. Jeden Fall spielenswert und ich muss sagen, ich mag diesen Hut. Und die Kakteen spiele ich ja auch sehr gerne. Also das freut mich schon mal. Und dann mal gucken, was wir uns hier noch holen. Oh mein Gott! Das ist der Himmelskämpfer. Netter Kerl. Hat so eine... Na, die schießt sehr schnell. Hat 30 Schuss, glaube ich, im Magazin. Macht doch ziemlich viel Schaden. Also schießt sehr rapide. Dann die Gesetzeserbse. Die ich auch sehr gut finde. Wenn der Gegner sie spielt, hasse ich sie. Dann mal sehen. Gleich ein Upgrade für die Banditenkakteen. Mehr Schaden. Das ist das Schöne. Da hätte man auch früher drauf kommen können. Ja. Terra Zombie ist für den Gärtner oder Landschaftsformer, wie er heißt. Sieht auch nicht schlecht aus. Ich hatte da aber, glaube ich, diesen grünen Skin. Könnte besser sein. 7-mal die Bambuswürmer sauber. 5-mal Sternüberspringer. Ups. Golftee. Ach, der hat diese Abschlag, Pinöppel, nenne ich sie mal. Ich weiß nicht, wie die heißen. Wahrscheinlich Golftee. Als Schneuzer. Auch nicht schlecht. Barbierstangen. Ich habe erst Barbie-Stangen gelesen. Aber Barbier macht Sinn. Der den Bart entfernt. Und dann ist er erstmal schön in den Basketballkorb reingesprungen. Gut. Und dann weiter. Gefallen mir die Packs, da gibt es schön viele Sterne beschrieben. Oh. Leute, das sieht sehr gut aus. 4 von 5 beim Himmelskämpfer, 4 von 5 bei der Gesetzeserbse. 3 Teamneuversuch, diesen explosiven Wicht, den ich nicht so gut finde. Goldtarnung jetzt auch noch für den Gärtner.
Schicker Patronengurt, auch noch eine Munitionserhöhung für die Banditenkartelle. Den Doppelfeil würde ich mir selber jetzt persönlich nicht so machen. Weltraumdrohnen? Mal ausprobieren, wie es aussieht. Und die Arktis-Version, den finde ich sogar nicht schlecht, aber den würde ich nicht den normalen anziehen, sondern es gibt ja diesen Fußsoldaten mit dem Eisklotz am Bein. Dem würde ich das gönnen. Also nicht im bösen Sinne. Mal gucken, ob wir jetzt zwei Charaktere kriegen noch. Ja, wenigstens einen davon. Und das ist der All-Star. Ich glaube, dieser Wrestling-Star. Der wirft mit so Wrestling-Puppen oder so. Auch nicht schlecht. Die Gesetzeserbse. Na, dann hoffen wir mal, dass Gesetz jetzt auf unserer Seite ist. Glamrock finde ich jetzt nicht so hübsch. Macht die Erbse sehr feminin, was meine auf jeden Fall nicht sein sollte. Den Unkrautvernichter. Testen wir mal. Die Banditenkaktee kriegt auch noch die verwässerte Nachladezeit durch ihren Stahlblick. Hätte ich jetzt eine Facecam, hättet ihr meinen Stahlblick gesehen. Dünn und hübsch. Nicht schlecht. Aber würde ich wiederum mir selber nicht antun wollen, deswegen tue ich es ihm auch mal nicht an. Und weiter geht's. Was war das denn? Das ist der so ein Metallschnapper? Könnte sein. Der Archäologe? Also noch ein Wissenschaftler zusätzlich gekriegt. Werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Er hat auch so eine Kobra-Kanone. Auch nicht schlecht aus. Und so einen komischen Tank auf dem Rücken. Werden wir dann genauer sehen. Hut finde ich auch nicht schlecht. Extra Blei. Mit zusätzlichem Blei verstärkte Erbsen sorgen für mehr Schaden. Gesetzeserbse, mehr Schaden. Team Neuversuch. Siebenmal die Eiserbsenkanone. Nicht schlecht. Nochmal ein Upgrade für die Gesetzeserbse. Hüftschuss und bringt verbesserte Nachladezeiten. Nicht schlecht. Kantiger Bart. Würde ich mir auch nicht antun. Anti-Schwerkraft. Ist das auch der Bart? Ja, nee. Das muss auch nicht sein. Und der Gepäckkopf. Auch nicht schlecht. Sieht aber mehr aus wie so eine Brotdose, wo so ein bisschen was reingedrückt ist. Schön. Die Tupperware schön auf den Kopf gehauen. Nee, nee, nee. Oh, dieses Geräusch. Wie? Da fehlt doch ein Charakter noch. Okay, noch ein Upgrade für den Schnabber. Für den Metallschnabber. Deine Schleckermäulchen. Nicht schlecht. Mehr Schaden für den Archäologen mit dem Beutefragmentierer. Selbstwiederbelebung. Fünfmal Stinkpilz. Geflochtener Schnäuzer. Also das würde ich mir auch nicht antun. Ständig da so ein Seil durch im Gesicht hängen zu haben, muss fürchterlich sein. Die Engelsgleich, auch nicht schlecht. Bambussprossen so. Kannst du auch noch Nahkampfangriffe dadurch dann machen. Plumpe Pirouette. Ach, eine Geste, die ich wieder nicht einsetzen werde. So. Dann gucken, was wir noch kriegen. Oh. Gib ihm mehr. Ja! Und noch den Himmelskämpfer. Wir haben jetzt vier Charaktere schon. Wenn ich richtig liege. Die Plasmaerbse, Himmelskämpfer, Archäologe und Gesetzeserbse. Habe ich irgendjemanden vergessen? Nein. Vier Charaktere in dieser Folge ist doch mal richtig geil. Schlangenmaske. Wach, kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich das nur sehe. Fliegengitterzombie fünfmal. Dann wundern sie sich überall, wo ihre Türen sind. Silber, da fand ich den Goldskin besser. Muss ich genauer hingucken, wie das dann passt. Beschleunigungsrelikt. Bessere Nachladezeit für den Archäologen. Blitzreflexe, da haben wir schon wieder ein Nachladezeit-Upgrade für die Gesetzeserbse. Gartenkommando Selbstwiederbelebung. Dreimal. Paradieskappe. Und den Grönländer. Was auch immer der Grönländer ist, ich muss es mir dann mal angucken.
Leute, wir haben jetzt 120.000. Nee. Moment. Doch, 120.000 in diese Zombies Down Packages ausgegeben. Ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, man könnte ja sagen, komm, noch den fünften Charakter. Sonst bereust du es. Und ich glaube, das machen wir auch und dann holen wir uns noch Standard-Packs. Weil, ich meine, wir haben dann fünf Charaktere. Vielleicht kommt hier noch einer dabei. Wer weiß es. Aber wir brauchen auch noch Upgrades für die normalen so ein bisschen. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir auch noch neue Fähigkeiten. Da fehlen uns ja sogar noch ein paar. Aber mal gucken, welchen Charakter wir jetzt noch geschenkt bekommen. Ui. Den Elektriker. Freut mich, dass ich ihn jetzt endlich habe. War erst verwundert, weil ich den dicken Schnäuzer hätte. Finde ich auch nicht schlecht. Der würde, glaube ich, zu ihm sogar gut passen. Müssen wir mal gucken. Also, optisch finde ich ihn natürlich der klassische Elektriker. Hauptsache, er hängt nicht tot und schwarz an der Decke. Gut. Was gibt's hier? Das war für alle, ne? Dann kaufen wir davon. Zwei. Oder eins davon und noch ein Zomboster. Gut. Zwei Upgrades und. Das ist der Astronaut. Also ein Wissenschaftler-Zombie. Dann der Hockey-Star. Oder irgendwie so. Oder. Er sieht aus wie ein Hockeyspieler. Ich weiß es nicht. Sieht halt aber mit der Maske irgendwas von diesem Horrorfilm. Ist das Freddy? Dürfte sein. Fünfmal Fliegengitter-Zombie. Noch mehr Türen wurden geklaut. Der Elektriker kriegt eine kürzere Nachladezeit durch den super heftige Nachladen. Der Klempner kriegt eine bessere Nachladezeit durch den griffigeren Nachlademechanismus. Angebetet Zeitungszombie, also Onkel Reinhard dreimal. Heldenhafte Sonnenbrille finde ich nicht so schön. Die Augenbinde finde ich schon viel cooler. Wir haben jetzt schon ziemlich gute Upgrades gekriegt. Ach komm, Leute, versuchen wir es, wenn wir jetzt sogar noch einen kriegen. Was soll's? Ah, die Pharao-Sonnenblume, wenn ich richtig liege, dürfte es sein. Hat so einen Dreifachschuss. Dürfte auch, also die hat mich auch schon ein paar Mal genudelt. Dürfte gut sein. Dann Überschallmunition. Mehr Schaden dadurch für den Himmelskämpfer. Das Wurfspiel-Esel. War nicht schlecht. Eiserbsenkanone nochmal 7-mal. Also haben wir heute schon ein paar von gekriegt. Aufblasbare Einheit. Na, dann kann sie wenigstens nicht untergehen. Extra Ladegewicht. Gleich mehr Munition. Fehlt nur noch die Ladezeit. Hula. Arme. Ist arm. Und doch, von Hawaii solche Puppen, oder? Dürfte sein. Erstmal Hawaii beklaut. Gut. Lila Schmetterlinge. Muss nicht sein. Damit kannst du kleine Kinder malen, ne? Kleine Mädchen aus. So was muss doch nicht in einem Erwachsenenspiel sein. Gut. Ja, die Reste werde ich aufheben dann. Desto schneller kommt das nächste Pack-Opening. Gut. Wir haben ja überhaupt nichts freigeschaltet. Leute, was ist los mit uns? Oh, sie leuchtet sogar von den Augen her. Interessant. Gleich komplette Upgrades. Mehr Quarks. Stärkere Gravitations. Gravitons, okay. Gravitons. Weiß ich gerade nicht, was es ist. Superpositionserbsen. Wahrscheinlich Schaden, Munition. Ne, Munition, Schaden, Nachladezeit. Oder dürfte so sein, vom Prinzip her. Gut, komische Blätter, nee, das muss nicht sein. Ne, schon ziemlich cool. Gerne, schau mal in Rettichchen.
herkommen. Sieht doch gar nicht so schlimm aus. Naja, aber das muss jetzt nicht sein. Gut. Den Bärenwerfer kennt ihr ja noch. Die Gesetzeserbse, eine bärtige Erbse. Alle Upgrades und das in einem Pack-Opening. Richtig gut, Leute. Nee, das wollte ich nicht aussehen. Wieder irgendwas verändern, weil guck mal, es gibt hier richtig geile Halter. Wenn du da den Rettichen machst. Also Hula-Arme. Eigentlich versaut das Aussehen. Der Hut sieht auch nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, ob es da später coolere gibt. Den Hut finde ich auch nicht schlecht. Warte, lassen wir mal den Hut der Gesetzeserbse. Den finde ich sogar cool mit dem Pfeil oben drin. Also da mache ich keine Veränderung. Sieht auch nicht schlecht aus. Und wenn ihr hier zur Rechten seht, also das nächste Level-Pack kommt da auch demnächst. Den Erbsenagent von letztem Mal kennt ihr ja noch. Kommando Erbs hatten wir war unsere erste sogar. Wie schon. Ah ne, hier fehlt uns auch immer noch ein Upgrade. Und die Standard. Ich lege fest, oder stelle fest, uns fehlen zwei Erbsen. Dürfte die Feuer- und die Gift-Erbse sein. Und noch immer kein Schnapper. Das Phänomen wird uns, glaube ich, ewig begleiten, dass wir nie einen Schnapper haben. Wahrscheinlich alle Reste Truppen sind dann Schnapper nur noch, die wir kriegen. So, wir haben ja schon so einen Hut. Gucken, wie das Bandern. Nee, Grönländer, was ist denn das? Ach, so eine Mütze wird Grönländer genannt. Da fand ich irgendwie. Die finde ich freundlicher. Ach, Bambusfreund. Ist doch nicht schlecht. Sonnenblumentechnisch hat sich. Die Mystikblume, die Schattenblume. Ach, da ist es dann auch voll. So, Kakteen. Citrus-Kakteen kennt ihr ja schon. Auch eine sehr gute Klasse. Mit dem Dreifachschuss und dem relativ hohen Flächenschaden ist das nicht zu unterschätzen. Und die Banditen-Kakteen. Auch alle drei Upgrades. Leute, was ist los mit uns? Ich möchte die optisch gar nicht verändern. Ich mag diesen Poncho, den sie hat. Den kann man sowieso, glaube ich, nicht verändern. Vom Design her kann man ja, glaube ich, Tattoo vielleicht. Tarne. Mal gucken, was habe ich denn noch? Strichliste sieht man nicht. Blitze. Nee. Schwarze Punkte. Schwarze Punkte. Accessoires. Ich glaube, die wird eine der Standardteile sein, die ich immer verwende. Gut, organisch. Tun wir ihm was an? Hat eigentlich was. Sehr hypnotisierend, diese Barbierstangen. Oh, ich glaube, ich muss diese dran setzen. Diese Fratzen sehen so genial aus. Und da nimmt uns keiner mehr ernst. Gut, hier fehlen uns auch noch die Frostkakteen und noch eine. Ich weiß aber nicht welche. Warte mal. Eins, zwei. Was gibt's denn noch für Kakteen? Eine Giftkakteen gibt's nicht. Bin ich gerade überfragt. Weiß ich nicht weiter. Ich möchte das jetzt hier auch nicht für euch so langweilig machen dadurch. Gut, den Fußsoldaten, den kennen wir ja sehr gut. Fehlt noch einer, dann kommt der Panzerkommandant. Apropos, haben wir eigentlich schon einen neuen Bart? Also einen neuen guten? Nee. Hier haben wir halt beide Nachleiterverbesserungen. Es fehlt immer noch eine Sache, und zwar der erhöhte Schaden. Der kommt aber, denke ich, demnächst.
Apropos, warte, jetzt möchte ich nochmal gucken. Ich meine, ich hatte doch eine. Hatte ich nicht eine coole Brille für ihn? Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Wollte ich eigentlich auch auf den Standardsoldaten packen. Ach, ging da nicht. Och, warum geht denn das nicht? Ist der Helm zu? Wie gesagt, die würde ich am liebsten nur auf den Frostigen machen. Ich hätte jetzt hier gerne. Aber es geht leider nicht. Waffendesigns haben wir für den auch keine. Oh, Entschuldigung. Da musste ich gerade ein bisschen vor Müdigkeit gähnen. Ich wollte nicht ins Mikro atmen. Und da ist der Himmelskämpfer. Bei dem haben wir wahrscheinlich das gleiche Problem. Nicht mal die Sushi-Rollen gehen. Ich bin enttäuscht. Na gut. Können wir nichts machen. Hier haben wir 2 von 3 Upgrades. Der wird auf jeden Fall gespielt. Der. Allein das Standarddesign von dieser Waffe gefällt mir schon so übel. Die Rakete hinten. Wobei dieser Kopf hier geschossen oder abgeschossen wird, wenn er losfliegt. Aber man halt hier auch diesen Düsenstrahl hat, wenn man los diesen Sprung macht. Gut, sonst hatten wir hier keinen mehr. Ingenieur, da hat es mich, glaube ich, hat es mir einen Schlag gegeben, weil wir haben den Elektriker freigeschalten. Er hat dann da. Das ist ein Strommessgerät. Eine Autobatterie hinten auf dem Rücken. Angeschlossen vorne dann sein. Wie heißt es denn? Volt-O-Blaster. Ich hätte jetzt Blitzwerfer oder was auch immer. Und verkabelt ist er über seinen Bauch. Mit der Kanone, okay. Aussehen. Dann mal gucken, wie der. Naja, er ist ja kein Maler. Wir lassen den Elektrikerhut drauf. Pimpen ihn aber mit Nasenschraubenziehern und einem standesgemäßen Bart. Oh, der sieht so geil aus. Also, der Elektriker möchte ich jemanden gutschreiben, und zwar Lukas, meinem Nachbarn, der auch schon bei der einen oder anderen LoL oder League of Legends Folge dabei war und gerade eine Ausbildung als Elektriker vollzieht und schon ziemlich am Ende ist oder schon über die Hälfte geschafft hat, also hinter den Zwischenprüfungen. Und ich möchte dir diesen Moment, möchte ich dir schenken, wo du diesen Elektriker jetzt gerade siehst. Natürlich auch allen anderen, aber jetzt vorüberwiegend möchte ich ihm den gut schreiben. Gut, Mechaniker haben wir schon fest, den Klempner. Aber ein neues Upgrade, den griffigen. Irgendwas, Nachlademechanismus, der dürfte der sein. Der Griff entweder da hinten, aber das ist irgendwie. Ich glaube, das ist das Teil hinten dran, hier, wo meine Maus gerade ist. Gut. Landschaftsformer, da haben wir so viele Aussehen, Waffendesigns gekriegt. Also, wir haben ja dieses Moos-Design, was ich schon ziemlich gut finde. Wenn wir hier gucken, wir haben noch Unkrautvernichter. Auch nicht schlecht aus zur Waffe hin. Terra-Zombie. Silber. Moos. Gold. Wir bleiben im Moos. Sieht so schön grün aus. Den Hut finde ich übrigens auch geil mit den Ohrenschützern. Und alle Upgrades haben wir auch noch. Sauber. Ingenieur, und da sind wir auch schon durch. Wissenschaftler. Unser Archäologe, den wir ja bekommen haben. Auch schon 2 Upgrades, also sind fast alle fertig. Sieht aus wie so eine Römer-Sandale. Hat ein. Okay, auf dem einen sind, glaube ich, Juwelen drin. Schießt er mit seinen Ausgrabungsstücken? Auf
Auf der anderen Seite ist eine Fackel und auch noch andere leuchtende Glätzen. Das sieht aus wie ein Stück von einem Kaktus. Schmuckstück. Auch nicht schlecht. Aussehenstechnisch können wir ja mal gucken. Also den Hut würde ich. Nee. Ich dachte gerade, das wäre eine rote Cap, aber so geht das ja überhaupt nicht. Wenn wir jetzt das Glücksmonokel. Könnten das Zukunftsmonokel nehmen. Macht mich jetzt aber nicht unbedingt. Ampullenbrille. Irgendwie finde ich das geil. Das ist ja nicht mal eine richtige Brille. Das ist, sieht so aus, als wenn es komplett drin ist. Vielleicht, was würde noch gehen? So was wäre vielleicht beim Dingens interessant. Beim Elektriker. Wäre vielleicht nicht schlecht. Professor, wie sieht denn für mich ein. Nee. Kantiger Wart. Ist auch das letzte. Ach, gehen wir in den Ziegenbart. Da gab es noch kein Upgrade. Wie gesagt, wenn ich jetzt von manchen Waffen. Also All-Star haben wir, glaube ich, nichts. Ach, da haben wir schon den Hockeystar. Dann heißt der anders. Weiß nicht, wie der dann heißt. So vorhin. Gut, dann haben wir schön viele neue Charaktere, 5 Stück an der Zahl. Ordentlich was zu spielen für die nächste Zeit. Das heißt, also ich habe jetzt noch, jetzt das Wochenende bin ich nicht da, da bin ich auf einer Silberhochzeit. Und das kommende Wochenende bin ich mit dem Jobben fertig und dann heißt es wieder, willkommen YouTube. Tschüss, Freizeit. Nein, ich mache das natürlich alles nur Freizeit. Und auch, ich nehme auch nur auf, wenn ich wirklich halt auch Lust habe, so wie jetzt gerade. Und wir werden auch auf jeden Fall den neuen Modus Suburbination spielen. Und bis dahin macht's gut, Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.